Moin Leute, Trimax hier. In dieser Episode geht es darum, wie ihr euer Kampfdeck schneller und auch günstiger upgraden könnt. Dazu müsst ihr wissen, es gibt ja drei Art und Weisen, wie man Gems ausgeben kann. Einmal sich im Shop Gold kaufen, dann einmal Kisten kaufen und das letzte ist die Truhen auf euren Truhenplätzen nach den 7, die ihr erhalten habt, direkt zu öffnen. Wenn ihr eure Karten in eurem Kampfdeck, bei mir sind das jetzt hier diese 8 Karten, das Low Elixir Cost Deck müsstet ihr ja bereits auch schon kennen aus meinen vergangenen Videos. Wenn ich diese 8 Karten upgraden möchte, muss ich wissen, dass es einen sehr, sehr starken Zusammenhang zwischen dem Kampfdeck und der Kartensammlung, also all meinen Karten, gibt. Es bringt jetzt zum Beispiel nichts, wenn ich in den Shop gehe und mir, wie viel kann man hier kaufen, 97 mal den Ritter kaufe. Das bringt nichts. Erstens ist das total teuer. Ihr seht es hier, 10.000 Gold. Und zweitens würde das dann zur Folge haben, dass ich 100 mal mehr den Ritter habe. Sehen wir hier, dann hätte ich jetzt 3.500 mal den Ritter. Und jetzt sehen wir hier mal direkt den Vergleich. Ich habe nur 3.300 mal den Bomber. Und wenn ich jetzt die nächsten Kisten öffne, die Silberkisten, Goldkisten, Giant Chest oder irgendwas öffne, gibt es eine deutlich höhere Wahrscheinlichkeit, dass sich in diesen Kisten der Bomber befinden wird, da das immer in ein Gleichgewicht treten möchte, die Karten, die man hat auf dem Level. Es passiert ja zum Beispiel nicht, dass ihr eine Epic Card auf Level 5 habt und eine andere Epic Card ist dann noch irgendwie auf Level 2. Das passiert ja nicht, das habt ihr wahrscheinlich auch schon gemerkt. Also da ist ein sehr, sehr, sehr starker Zusammenhang. Und jetzt müsst ihr einfach nur wissen, das muss man einmal verstanden haben, damit ihr euer Kampfdeck schnell upgraden könnt, müsst ihr insgesamt eure Kartensammlung upgraden, also alle Karten, die ihr habt. Nochmal ein sehr gutes Beispiel, um das Ganze zu verdeutlichen. Ich hatte ja letztens ein Chest Opening gemacht, ich weiß nicht, 22.000 Gems oder so, direkt nach dem Update. Und ich hatte alle meine, hier zum Beispiel hier meine Common Cards auf Level 11. Ja, das sind über 10.000 Karten. Und dann kam eine neue Common Card dazu, die Fire Spirits, ja. Und dann hatte ich, keine Ahnung, 20 Giant Chests geöffnet und da waren nur Fire Spirits drinne. Einfach nur, um das Gleichgewicht zu den anderen normalen Karten wiederherzustellen, habe ich erstmal nur 8.000 oder so nur Fire Spirits gezogen. Also wisst ihr jetzt, dass ihr nicht nur euer Kampfdeck upgraden sollt, sondern auch eure Kartensammlung. Und da macht es extremst viel Sinn, in den Shop zu gehen und das Gold, was ihr habt, immer die ersten drei normalen Karten zu kaufen, egal was das ist. Ich benutze den Ritter überhaupt nicht. Ich kaufe mir trotzdem den Ritter. Und die, ich habe jetzt hier gerade keine, aber auch die ersten drei seltenen Karten. Ich benutze zum Beispiel niemals die Rakete oder den Inferno-Turm. Die Karten benutze ich einfach nicht. Oder der Ofen oder der Bombenturm. Die Karten benutze ich nicht. Trotzdem kaufe ich mir immer die ersten drei Karten im Shop. Das ist extremst wichtig. Dadurch bekommt ihr einfach, Dadurch fällt euer Kampfdeck und eure Kartensammlung in kein Ungleichgewicht. Und wenn ich jetzt die Gold-Chest öffne oder die Silver-Chest, die hier gleich noch reinkommen werden, wenn ich ein bisschen zocke, ist da die Wahrscheinlichkeit höher, dass da die Karten drin sind, die ich wirklich brauche. Sprich, Valkyrie oder das Musketier. Das Ganze gilt, wie ich gesagt habe, nur für normale Karten und für seltene Karten. Immer die ersten drei kaufen. Bei den epischen Karten lohnt sich das nicht. Die Karten sind zu teuer, vor allen Dingen, ich benutze die Hexe nicht. Ein bis zwei epische Karten zu kaufen im Shop lohnt sich wirklich nur, falls ihr die epischen Karten wirklich dauerhaft in eurem Deck benutzen solltet. Ich habe früher zum Beispiel den Fehler gemacht, dass wenn das Musketier oder der Riese im Shop war, dass ich mir die Karten völlig überteuert gekauft habe, irgendwie 15 Stück. Da hat die letzte Karte irgendwie 560 Gold gekostet für eine einzige Karte, für eine seltene Karte. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, dann hatte ich zwar die Riesen, aber dann habe ich die nächste Gold Chest geöffnet, dann noch eine Silver Chest, eine Giant Chest und da waren dann einfach keine Riesen mehr drin. Ich hatte dann in den nächsten Kisten die ganze Zeit nur Inferno-Türme, Barbarenhütten, Bombentower, also alle die Karten, alle die seltenen Karten, die ich einfach gar nicht benutze. Und die waren dann halt in den nächsten Truhen drinne. Den Fehler habe ich früher gemacht und ich hoffe, ihr macht den in Zukunft auch nicht mehr. Also nochmal zusammenfassend, zwei einfache Tricks solltet ihr beherrschen, um eure Karten schneller und günstiger abzugraden. Einmal öffnet nur die Kisten, kauft euch keine Kisten im Shop, das würde ich euch nicht empfehlen. Kauft euch oder öffnet nur die Kisten, die ihr nach den Siegen bekommt,
die auf euren Truhenplätzen sind. Das lohnt sich am meisten. Und der zweite Trick ist, kauft die normalen und die seltenen ersten drei Karten im Shop. Egal was da reinkommt, kauft die. Und so habe ich es auch geschafft. Ihr seht es jetzt hier, ich bin ein Level 10er. Mein Riese ist Level 9. Ich habe es jetzt ca. 750 Euro für das Game bisher ausgegeben. Vieles kam auch von Sponsoren oder von Zuschauern, die gespendet haben. Das kam nicht alles aus meiner Tasche. Aber ich habe jetzt für 750 Euro relativ gute Karten. Es gibt schon andere Level 10er. Die haben genau das gleiche Kartenlevel wie ich. Die haben sich einfach völlig überteuert die ganze Zeit Magietruhen oder Super Magietruhen oder Giant Chests gekauft. Haben ungefähr 1300 Euro ausgegeben für das Game und haben genau die gleichen Karten, wenn nicht sogar schlechtere Karten wie ich. Also, immer schön die Truhenplatzkisten öffnen und die ersten drei Karten im Shop kaufen. Schreibt mal ganz kurz in die Kommentare, ob ihr die Tricks schon kanntet. Und schreibt in die Kommentare, ob ihr die Tricks in Zukunft anwenden werdet. Würde mich mal interessieren. Okay, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Ihr könnt mir ein bisschen Geld sparen, ein bisschen Gems sparen oder die Gems, die ihr bekommt, effektiver einsetzen könnt. Alles klar, Leute. Haut rein.